Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten ja schon Unboxing gemacht zu der Maus. Jetzt wollen wir sie aber natürlich in Betrieb sehen, wie sie aussieht und vor allen Dingen, ob sie das macht, was sie soll. Ich mach mal Licht an noch zusätzlich. So, vielleicht ein bisschen besser. Mal gucken, stand da irgendwas mit Software? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Scan den Code. Den Code soll man scannen. In der Bedienungsanleitung ist so ein QR-Code drin, den werden wir mal scannen, mal gucken, wo wir da rauskommen. Google. Shopee-Apps. Webseite. Aha. Da haben wir jetzt die Downloads. URL kopieren. Ich habe da schon eine Möglichkeit, wie ich da ohne großartig Schnickschnack rankomme. Telegram. Und dann schicke ich das mal. Habe ich dann meinen Bot, der nicht mehr richtig funktioniert. Da habe ich. Muss ich einfach mal gesucht. Einfügen. Senden. Und zeige euch das auch gleich. So, ich steht die Webadresse auch so da? Hier steht nur die URL. Das ist halt die Webseite, wo wir dann drauf zugreifen. Also, wie gesagt, ist in der Anleitung der QR-Code. Müssen wir auf der Verpackung gucken, was wir da haben. Wir haben eine kabelgebundene Maus, haben wir, steht hier drauf noch. Toll. Keyboard, Wireless, Gaming-Maus. Ich mache erstmal, ich stöpsel sie erstmal ein. Die Maus funktioniert doch gleich sofort. Gucke jetzt aber auf der Anleitung, wo ja der Name von der Maus steht. Wireless Optical Gaming Maus Modell WM02L. WM02. Ja, da haben wir sie doch. ZIP-Datei. Wireless Gaming Maus. Aber wieso Wireless? Vivid. Achso, Vivid. Optical Gaming Maus. WM02L. EM0-02L.
Ja, aber noch in der Gaming-Branche. Aber die Vivid ist es schon, die haben wir ja, steht ja hier drauf. Vivid, W-I-R-E-D, W-I-R-E-D. Gaming Bros, aber hier steht halt noch Optical. Gaming Bros. Ja, wird schon richtig sein. Ich werde euch sicherheitshalber, damit ihr da nicht suchen müsst, werde ich euch den Link in die Videobeschreibung packen. Hatte die gut in der Hand. So, dann können wir den schließen. Digga! Das ist die Software. Hat er vielleicht nicht erkannt, dass wir 4K haben hier? Mach mal größer. Ach, größer geht's nicht. Schade. Ja, selbst auf dem. Selbst auf den anderen Monitoren bleibt es zu groß. Gott. Robert Leser, ey. Also könnte man die Tasten anpassen. So. Ich habe jetzt mal ein bisschen hin und her getestet. Ich habe hier festgestellt, ich habe Licht ausgemacht. Es hat überhaupt keinen Einfluss. Ich habe gedacht, es funktioniert, weil da Lila mit bei war, aber ist nicht. Fix it. Also sieht auch gut aus, also ich will nicht sagen, dass er hässlich ist. Seht ihr das? Liegt doch gut in der Hand. Hat hier unten auch noch ja, zusätzliche Maustasten. Berühre die gar nicht. Oh, mit der Tür. Passiert nichts. Also egal, was ich hier einstelle, also hier schon. Also wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel mit hochstellen, das hochstellen und dann Apply. Wenn ich jetzt aber hier sage 0, Apply. Ja, so ist gut. So ist es schnell. So bin ich damit zufrieden. Das Einzige, was mich jetzt halt nervt, ist halt wirklich mit dem LED-Setting, dass das irgendwie nicht funktioniert. So. Ja, leider. Also die Maus funktioniert sehr gut. Sie sieht optisch gut aus. Wo ist die nur nach hinten verteilt? Also ich kann den USB nicht vorne lassen, das ist nervig. Das Einzige, was halt ist, das mit den LED funktioniert gar nicht. Also egal, was ich einstelle, fixet, nicht fixet, ob ich es ausmache, es funktioniert einfach nicht.
Warum auch immer, ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären, warum es nicht. Also, ich habe auch die richtige Software drauf, ich habe auch extra noch die andere Software drauf gemacht. Wie gesagt, so. Ich muss die da woanders anschließen und dann muss ich mal gucken. Also muss ja irgendwie Grund haben. Aber das soll es jetzt hier zu dem Video auch erstmal gewesen sein. Wie seht ihr, ich habe hier beide Softwares drauf. Ich habe extra mir die andere auch noch mal runtergeladen. Das ist halt einmal hier diese. WM02L und dann hatte ich auch noch diese WM2 ohne L. Nee, die hier hatte ich heute dann WM2 L. Aber da steht dann halt nur Gaming Maus. Hier steht bei beiden WM2, also sehr kurios, also bei beiden steht Gaming Maus. Das ist ein bisschen nervig, das ist schade. Ich werde das mal gleich kopieren, dass ich das dann nachher dann auch noch eine Beschreibung packen kann für euch. Den Link, den ich nochmal suchen muss. Ja, dann soll es damit doch gewesen sein. Also, die hat gemacht, was sie soll. Die ist auch, wenn man DPI hat, schweinemäßig schnell. Optisch sieht sie jetzt gut aus, liegt gut in der Hand. Aber man kann alles einstellen, außer die LEDs, obwohl die Einstellung für die LEDs da ist. Verstehe ich nicht. Aber okay. Gut, dann soll es jetzt soweit dazu auch gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.